Es ist Vlogging-Time, meine Freunde. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde von Zuschauer von Park Du Sorum. Ich muss wieder trainieren und üben. So, warum bin ich heute in Oberhausen bzw. am Zentro? Also, wir haben heute einiges vor. Wir wollen zum Adventure World hier in Oberhausen. Das ist so eine kleine, aber feine Halle mit verschiedenen Attraktionen, sage ich mal so, mit Lasertag, mit VR-Rides oder auch eine Scare-Maze gibt es auch. Das wollte ich noch sagen. So, das werden wir uns heute alles ein bisschen angucken. Ich weiß nicht, wie ich das verpacken werde im Video. Ich hoffe, das kann man sich dann nachher anschauen, in Ruhe, ja, ohne viel Hektik. Aber wie gesagt, wir treffen uns jetzt erstmal mit anderen Menschen, ja, trotz Corona, das geht. Treffen uns jetzt hier im Zentro und zwar im Five Guys. Und erstmal wird fett gespeist, denn wir brauchen die Energie für Lasertag. Wir wissen Bescheid. Wir sehen uns gleich wieder. Wir fangen wieder an mit Parktube Season 2020. Ich hoffe, das hält noch ein bisschen an. So. So, ich werde mir jetzt diesen Fettklumpen mal in den Hals drücken und dann sehen wir uns gleich wieder. Yeah! Zaubertrick in den Hals. Oh, in dem Moment, ding! Akku leer, ding! So, also wir sind gerade noch im Zentro im Supermarkt. Nee, das ist was. Das ist ein großer, ganz großer Supermarkt mit kleinen Läden. Shopping Mall. So. Das habe ich festgestellt, als wir reingekommen sind. Du kannst quasi, weil sich ja hier an die ganzen Läden eine Queue-Line bildet, einen Fastpass online kaufen, damit du in den Laden schneller reinkommst. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, also wie man sieht, die ganze Welt ist ein Freizeitpark, wenn es darauf ankommt. Und ja, immerhin haben wir schon mal einen Lifthill gefahren heute, also eine Rolltreppe. Einfach die Arme nach oben, freut euch, es geht weiter. Also, ne, ihr wisst Bescheid, Fastpass hier im Zentro, möglich. Geil. So, Zentro haben wir überlebt mit unseren Schutzmasken. Ich habe knapp noch Schnappatmung bekommen zum Schluss, aber hey, wir haben es geschafft. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu Adventure World mit dabei. Wieder die kleinen Menschen hier vor mir und dieses Mal auch der Jascha, den kennt man vielleicht vom Stream, und den Olli ebenfalls. Nee. Ich habe deine Brust gefilmt, die ist so erregend. Warte mal, noch besser? Oh, wo ist er noch? So Olli, erzähl mal, was werden wir gleich erleben? Ja, ich meine, du kennst dich da wohl aus. Wir werden gleich eine Runde Lasertag spielen, gehen dann, denke ich mal, abschließend dann in eine Horror-Maze rein. Und es gibt noch einen VR-Simulator. Oh, VR-Simulator. Wir müssen, weil wir navigieren gerade per Google Maps, weil wir einfach zu Fuß gehen, wir sind Gangster. Deswegen müssen wir mal schauen. Okay, wir müssen aber wieder Richtung Bahnhof oder Busbahnhof. Und ja, ich würde sagen, wir melden uns gleich wieder, wenn wir beim Adventure World sind. So nennt sich das Ganze. Ich packe das alles in die Videobeschreibung, wo ihr das findet und wie teuer alles ist. Das werden wir gleich besprechen. Aber erstmal müssen wir unser Ziel finden. So. Ich will ja nicht sagen, ab 20 Minuten zu früh. Thank you.
Was? Ist das Imascope? Nee. Ich glaube nicht. Guck mal, das ist Imascope. Das ist aber zu, ne? Ja, das ist ja auch der Parkplatz. Aber da war ich jetzt zu, dann kommt man hier. Also wir sind angelangt beim Adventure World. Und so sieht man, sieht der ganze Eingang aus. Also das ist jetzt das Gebäude. Okay. Genau. Gut. So, wir sind jetzt gerade im Adventure World angekommen, Adventure World Oberhausen. So, die Angebote seht ihr ja. Lasertag haben wir vorhanden, dann sind dazu 9, ist wahrscheinlich der VR-Reihe. Gut. Und dann haben wir noch den Demon Club, das befindet sich hinter den Herrschaften, ist eine Maze, ja. Ich halte mal Gegengewicht, ja. So, und verschiedene Angebote kannst du dir aussuchen. Wir haben jetzt das hier, ne? Das für 16 Euro. Das heißt, wir haben Lasertag drin, einmal die Achterbahn und einmal quasi die Maze. So, und dazu gibt es noch ein gratis Getränk. Nach Wahl. So, ich glaube, das war's. Genau. Ja, voll cool. Also zu finden in Oberhausen auf dem Lipperfeld 18 oder im Lipperfeld 18. Wir fangen gleich unser Abenteuer an. Yeah. Es wird sehr warm unter dieser Maske. Ich kann es schon mal verraten. Ich weiß nicht, wie ich nach dem Lasertag aussehen werde. Luft. So, Herr Oliver, sind Sie soweit? Ja. Auf geht's. Seid ihr bereit? Jawohl. Ich kenne es. Traut euch, mein Gott. Ich kenne es. Dann dürft ihr bitte einmal durchgehen. Einmal durchgehen bis zum letzten Kreuz auf dem Boden. Ihr müsst einzeln durchgehen. Einzeln! Nee, nicht einzeln! So! Doch! Ich weiß ja, was kommt! Hände nach vorne ein bisschen durchfühlen! Ich bin so aufgeregt! Aufgeregt! Kommt gleich in einen Raum, wo es rot leuchtet! Ja, aufgeregt! Aufgeregend! Aufregend, ne? Das ist quasi eine Maschine, ja? Die befördert uns jetzt wohin? Zur Arena, ja? Galaxy, oder? So, dann dürfen wir. Wir starten. Guten Tag. Also ich finde das schon krass gemacht. Nice. Bis zum letzten Kreuz, Freunde. Alter, das kann man aus einer Bude machen. Wir thematisieren unsere Bude so. So. Mit einfachster Technik hat man was Schönes gebastelt hier. Kommen Sie, erleben Sie. Yay. Der Jascha ist auch da und jetzt fehlt noch der Olli. Da ist das Puls. Und das ist das Puls, jetzt einfach, ne? Ja. Das kenne ich irgendwo her. Tempel. Diese Zahlen. Hallo. Kommen Sie rein. So, ich glaube, es geht jetzt gleich zur Lasertag Arena. Ja, da kriegen wir unser Geschirr angezogen. Die Waffe wird dann kurz erklärt und dann spielen wir los. Ich gucke, wie ich das mit der Kamera aufnehmen werde. Denn ich habe meinen Brustgurt vergessen, weil ich ein Profi bin. So, also auf jeden Fall, wir gucken erstmal, wie es weitergeht. Genau, es geht los. So, ich stelle jetzt schon mal einmal hier so ein bisschen in die Ecke. Gibt es von Ihnen jemanden, der von euch noch gar nicht gespielt hat? Ja. Ich zeige trotzdem noch. Ich gehe mal kurz in der beste Runde, dann erkläre ich einfach kurz. Ja. Genau. Ne, Olli, immer Gruppenzwang hier. Ich gehe mal besser. Hier so rein. So, das sind eure Spielwesten. Alles, was leicht leuchtet, Phaser, Brust, Schulter, Rücken. Trefft ihr was davon, gibt es 100 Punkte.
Kräfte ein aus einem Team, die kriegt 10 Minuspunkte. Ich spiele alle Beach. Dann habt ihr das nicht das Problem. Aber nur schon mal für das nächste Mal. Falls ihr noch wollt, wisst ihr schon Bescheid. In der Arena bitte nicht rennen, nicht hinlegen, nicht über Hindernisse klettern. Schnell gehen erlaubt, bitte nur nicht rennen. In der ersten Runde empfehle ich euch, geht am besten einmal durch die Arena, wisst ihr, was steht, was liegt, was entgegenkommen könnte, euch erschrecken könnte, wo der Boden anders ist und so weiter. Euch kommen jetzt mit 5 lebendige Menschen, die euch erschrecken können. Schreien, kreischen, erlaubt. Okay. Nein. So. Fünf Leute, die euch erschrecken können. Ich weiß nicht, können die haben alle Masken auf. Wir haben alle Masken auf. So. Ist es völlig in meiner Brille? Nein, gar nicht. Okay. Hättest du vielleicht selber verstanden? Ich auch. Das war's Neues jetzt. Was ist das, wenn ich meine Hand habe? Scare Laser Tag. So, ich steck halt aus. Genau, ja, willst du nicht machen. Kannst du einhalten? Ganz kurz, da wir. Moment. Jetzt können wir zum Westen gehen, nehmt euch nochmal ganz kurz einzeln mit, jetzt zieht euch die Westen an, geht dann in die Arena und dann holt ihr immer die nächsten ab, dass wir uns da vorne in die Quere, bei den Westen nicht in die Quere kommen. Okay. So, ich nehme mal die junge Dame schon mal mit. Ach, brauchst keine Angst haben. Jetzt kommen 5 Menschen von irgendwo. Ja. Also nicht keine Angst. Du weißt, dass ich einen Schreck habe, wenn du gerade kommst. Das hat nichts zu bedeuten. So, also wir ziehen uns erstmal das Geschirr an. Dann sehen wir uns gleich wieder. Die Regeln verstanden? Ja, die Regeln sind eindeutig. Schreien, laut sein und kurz vorm Weinen sein. So, hier kriegst du die Weste. Die Arena befindet sich dann jetzt hier links von mir und die ist tatsächlich sehr groß. Ja. Ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Also wie ich das mit dem Film jetzt mache, muss ich mal schauen. Ich werde nicht das komplette Match filmen, sonst werde ich mich, als Loser bekennen müssen. Aber wie gesagt, ich werde es versuchen, für euch ein bisschen was mitzunehmen an Material. Viel Spaß jetzt beim Lasertag. Sag mal, wer bist du? Harley Quinn? Ja. Ich bin Anubis. Oh Gott, kann man gar nicht sehen. So, ich kann jetzt ein bisschen die Arena zeigen, weil normal da noch keine Action stattfindet. Ja, komm mit mir. Danke. So. Aber du musst gleich alleine spielen, weil sonst, ne? Ja. Hier könntest du erschrocken werden. Und wie man sieht, thematisiert. Auf jeden Fall schön, wie man eine Lasertag-Arena halt kennt. Guck mal, oben haben wir einen Kürbiskopf. So, wo ist denn die Jenny? Die ist hier irgendwo hat sich die hier versteckt. Also hier hat man einen kleinen Überblick von der Arena. Ja. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Wie gesagt, die GoPro ist nicht die beste, wenn es darum geht, Nachtaufnahmen zu tun. So, aber wie gesagt, wir gehen erstmal ein bisschen durch. Ne? Also hier ist die Waffe. Beide Hände an den Phaser. Ja, ich weiß. Ich kann ja noch gar nicht schießen. So. Also, da bist du, ja. So, gehen wir hier ein bisschen durch. Aber es ist schon sehr verwinkelt hier. Und das ist geil daran, weil es einfach Spaß macht. Also, Lasertag habe ich früher öfter mal gespielt als heute. Ich werde es aber versuchen, wieder aktiver zu spielen. Denn in der Nähe von meinem Wohnort gibt es auch eine Lasertag-Arena. Ey, das ist unfair. Wir haben noch gar nicht angefangen. Hallo, das zählt nicht. Nein, ich bin auch am Erklären. Mama, das ist unfair. So, ne, dann geht's hier noch weiter. Nein, ich will nicht mehr. Das ist cool. Ich will nicht mehr. Nee, ich will nicht mehr. Was ist denn los? Hier sind auch nur Lichter. Hier ist doch nichts. Aber hier ist doch gar nichts. Hier ist gar nichts. Nö. Boah, Freunde. Maske ist bitchenass. Alles gut? Ja. Es ist sehr warm. Also. Ja,
Lasertag haben wir gespielt. Du bist Erster geworden. Erster, ja. Ich bin Zweiter. Ja. Du bist Erster Nummer 4, sie ist Nummer 5. Aber meine Treffsicherheit war besser. Immerhin bin ich ja. Nummer 6. 34%. 30%. Ah, 4% weniger. Aber was soll ich sagen? Ich hätte nicht erwartet, dass hier so eine Halle noch drin sich befindet. Also eine wirklich sehr große Arena. Du kannst dich austoben. Es gibt viele Versteckmöglichkeiten. Alles sehr verwinkelt. Mega gut. Und verschiedene Ebenen. Verschiedene Ebenen. Musik geht auch. Und ich mag die Technik davon. Ja, also du hörst auch, was gerade mit dir passiert, ob du am Leben bist oder tot bist. In welcher Platz? Finde ich gut. Welcher Platz, genau. Ich glaube, immer wenn du den Platz wechselst, sagt er dir das. Ne? Genau. Jetzt Platz 1, jetzt Platz 2. Mhm. Ne, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Eine Runde normal kostet 4 Euro. Ne? Also jetzt nicht im Paket, oder? 4 Euro oder 7 Euro? Ja, irgendwie 4 oder 7. Also für eine Runde 12 Minuten. Es ist Workout ohne Ende, wie man sieht. Wir sind alle pitschenass. Also. Lecker. Ja. Ja, Burger sind jetzt weg. 7 Euros, ja. Also wir sind alle pitchernass, wollte ich sagen. Als wären wir River Quest gefahren. Und ja, jetzt trinken wir erstmal eine Runde. Irgendwas Kaltes und dann geht's weiter mit dem VR-Simulator. Yay! Also auf jeden Fall kann man sich hier die Zeit gut einteilen. Und auch gut verbringen. Hier in Oberhausen Adventure World. Taste the Rainbow. Also wir haben uns jetzt, also einige von uns, einen Slush geholt von dieser Aktionskarte. Alle außer ich. Ja, alle außer dir. Wir leben gerne bunt. So, meine Freunde, wir machen jetzt Demon's Club Underground eine Maze hier in Bottrop, wollte ich sagen, in Oberhausen im Adventure World. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja? Ja. Ich erst recht. So, du bist der erste Freiwillige. So. Gut, ganz gute Frage. Komm. Oh. Wir bekommen Brillen. 3D-Brille ist. Willst du oder sollen wir jetzt? Nein, ihr. Komm, ja. Da gucken wir zuerst vor. Ach, was die Bilder? Gut. So, wir kommen zu zweit. Einmal eure Bildschirme schon mal. Ihr dürft ja immer aufsetzen. Aha. Aha. Sollte man mit einer Brille nicht plötzlich besser sehen? Ja, ich hab Fahrt. Wir gucken mal. Nein. Ja, aber nicht hier. Nein, nicht mehr. Ja. gut, da gucke ich mal weg. Alles klar. Gut, warte mal ganz kurz, bis wir ein bestimmtes Signal kriegen, dann dürft ihr auch reingehen. Und das alles Marke Eigenbau oder? Marke Eigenbau. Das ist dann cool. Und hier ist, eigentlich jedes Mal, wenn wir ein bisschen Zeit haben, müssen wir daran arbeiten, ein bisschen verbessern. Wie gesagt, dann wird man auch immer besser. Ne? Ja, da kriegt man ja Feedback. Genau. Ne, also wenn ihr hier seid, meine Freunde, gebt Feedback auf jeden Fall. So kann man sich stetig verbessern. Ich fühle mich wie die Luna bei Harry Potter, wenn also? Sie ihre komische Brille auf hat. Ja. Sie ist wunderschön aus Professor. Wie hießen die Teile, was Harry dann im Kopf hat? Weiß ich nicht. Vielleicht weiß das jemand in den Kommentaren. Ich glaube, da ist Streit irgendwo. So. So, seid ihr bereit? Wir sind bereit, ja. Nein. So, was von bereit. Dann viel Spaß. Achtung, Durchfall. Aua, aua. Ja, du kannst hier stolpern. Sieht man was? Ich hoffe, man sieht was. Komm mit. Aber zieh mir nicht die Hose aus. Ja? Nein.
das nicht mehr. Marke Eigenbau, Freunde. Ja, mit der Brille, ganz krass. Ja. Sehr eng. Klaustrophobie schlecht. Oh. Hä? Ah, ich sehe nichts, Freunde. Alter, was macht ihr denn hier? Ihr habt ja gar nichts zu suchen. Jetzt verpisst ihr euch an. Geht ein bisschen schneller hier. Ihr habt doch schon eine Brille auf. Findet den Film. Ah. Kannst du stehen? Ja. Okay. Dunkel? Oh, guck mal, hier ist die Lasertag-Arena direkt hinter. Hier. Und dann ist Klobrille. Aua. Aua. Ah. Aua. Aua. Was sieht cool aus hier? Ich mag das. Ich wiederhole es nochmal. Marke Eigenbau. Wer seid ihr eigentlich? Ah. Ah. Das sah aber gerade aus wie eine Animation eigentlich. Hallo? Ich sehe gerade, also hier geht's weiter. Ich hoffe, man sieht überhaupt irgendwas im Video, ja. Aber ich denke mal schon. Wegen dem Bildschirm sehe ich zum Beispiel nichts. Ja. Oh Gott. Oh. Ah. Ihr habt's überlebt. Yay! Oh Gott. Hier lang, ne? Genau. Ah, die Brille macht es schon schwieriger, das ist gut. Ah. Das ist mega gut. So. Dankeschön. Und so viel versprochen. Ich fand es einfach mega geil. Erstens, weil es Marke Eigenbau ist, ja, wurde mir gerade gesagt. Es ist sehr verwinkelt. Fühlt sich stellenweise auch, als wäre es im Wald einfach. Ja. Das finde ich mega gut gemacht. Licht ist perfekt, Nebel perfekt. Der eine Erschrecker, ich glaube, das war nur einer. Gut geactet, auf jeden Fall sehr geil. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Das spezielle, Element. Dann nimmt ihr beide auch schon direkt durch. Wo was? Ja, wo man sich zweimal bücken muss. Hm. Jetzt hast du gespoilert. Ja. Wie gesagt, oh, es traut sich. Das schaffst du. Also ich fand es auf jeden Fall geil. Wie gesagt, allein, dass man die Idee selber entwickelt, quasi, finde ich auf jeden Fall sehr gut gelungen. So, auf jeden Fall, wenn ihr das erleben wollt, hier in Adventure World in Oberhausen, kommt vorbei und ihr könnt auch noch ganz viele andere Sachen machen, wie gleich noch den VR-Simulator. Da bin ich auch sehr. Sind Nationen 9 oder was? Mhm. Voilà. Ja, weil ich hatte. Wir werden jetzt gleich nochmal für euch testen, da wird es auch noch ein paar Worte zu geben. Und wie das Ganze aussieht, seht ihr jetzt gleich auch. Aber auch der erste. Im Auto. Heavy.
Flugzeug, haben wir so. Er hat den gut gesucht gehabt, sagen wir so. Ja. Special Effect. Wenn ihr euch die Brille aussetzt, seht ihr weiß. Kann er da an die schneiden? Nicht beachten. Einfach gerade nach vorne schauen. The journey will begin in 1 second. Please put on your glasses and look ahead. Die Füße ein bisschen nach vorne anwinkeln. Nicht eher wie Koma. Ja, TÜV-Freigabe. Boah. Aua. Oh Gott. Die sieht man ohne Helm, bisschen. Aber überlegt. Unfall. So, dann hilft die. So, Freunde, wir sind jetzt gerade die VR. Den VR-Simulator gefahren, sprich es gibt verschiedene Fahrten natürlich, mit VR ist alles möglich. Ich habe zum Beispiel mit der lieben Jenny einen Propeller bekommen, der auf einer Kirmes steht und der ein bisschen Defekte aufweist. Ja? Wie man weiß, Corona war unterwegs, TÜV konnte nicht kommen, dann musst du halt mal durch. Dann gibt es aber noch verschiedene Fahrten mit Achterbahn, mit Dark Rides, eine Horror Maze kannst du auch, glaube ich, auch durchlaufen in diesem VR-Simulator. Aber jetzt will ich noch was in eigener Sache machen, beziehungsweise nicht in eigener Sache, sondern in Sache von Adventure World. Und zwar kann ich jetzt 2 Pakete verlosen für jeweils 5 Personen. Also 2 Pakete sind offen für jeweils 5 Personen. Und welches Paket bekommt ihr? So, das habe ich hier einmal bekommen. Und zwar kriegt ihr das Action Bundle. Da ist quasi das gleiche drin, was wir heute alles getan haben. Also Lasertag, Sage Sensation 9. Das ist quasi jetzt der VR-Simulator gewesen. Und Demon Club ist die Maze. So, und dazu gibt es noch wahlweise ein Kaltgetränk oder je nachdem, was es so zu trinken gibt. So, ich würde sagen, kommentiert dieses Video, ja, und gebt den Daumen nach oben, damit ich das werten kann unter diesem Video. Und damit seid ihr auch schon automatisch mit in der Verlosbox. Und ich werde dann innerhalb einer Woche, beziehungsweise heute Sonntag, wenn das Video rauskommt, der Sonntag, nächste Woche Sonntag ist dann die Auflösung. Und dann werde ich nochmal in einem kleinen Extra-Video die glücklichen Gewinner verkünden. So, ihr werdet dann aber kontaktiert über verschiedene Wege. Das werden wir noch klären. Ich denke mal, über E-Mail wird das alles machbar sein. Und ja, wie es weitergeht, schreiben wir dann. Aber wie gesagt, ich kann jetzt 2 Pakete
für jeweils 5 Personen verlosen. Hier im Adventure World Oberhausen. Also wenn ihr Bock drauf habt, kommt auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich sehr. Ich bin raus. So, und jetzt genießen wir noch ein bisschen hier die Zeit. Und ich würde sagen, wir sind auch fast am Ende. Aber hey, noch nicht ganz. Also sehr, sehr angenehm und sehr ruhig. Und es wird auch noch teilweise erweitert in der nächsten Zeit. Ja, ich meine, wir hatten jetzt die Corona-Zeit und die Corona-Krise. Das heißt, jedes Unternehmen oder jeder kleinen Gewerbe oder jeder musste irgendwo leiden, weil die Einnahmen normalerweise, die da wären, fehlen. Ja, weil du alles geschlossen haben musstest, bis auf den Einzelhandel, sprich Nahrung. Deswegen muss auch dieser Laden drunter leiden und deswegen wollte ich nochmal extra sagen, besucht jetzt Freizeitparks, könnt ihr gerne besuchen, aber auch so kleine, ich sag mal, ja, Unternehmenshallen oder Spiele. Ich meine, du hast hier Lasertag. Lasertag ist bis heute noch in. Also ich wüsste jetzt nicht, warum das nicht mehr läuft. Hier könnt ihr Lasertag spielen. Die Halle ist mega groß, habe ich euch gezeigt. Nebenbei könnt ihr auch natürlich die VR-Simulator, könnt ihr auch fahren für 2 Euro. Aufpreis nochmal extra. Das ist alles machbar. Wie gesagt, aber unterstützt die kleineren Gewerbe oder die kleineren Firmen und Unternehmen, weil, wie ihr wisst, es muss alles wieder ein bisschen anlaufen, damit man auch seine Zukunft hier garantieren kann, weil ich meine, das sind Existenzen von den Menschen, ja, und die wollen ja auch gucken und ne, die müssen gucken, wo sie bleiben und die einzige Einnahmequelle sind nun mal wir Besucher und von daher, das ist jetzt eine Ausnahme hier mit dem Gewinnspiel, ja, aber trotzdem kommt nochmal vorbei oder kommt mehr mit mehreren Leuten, wenn das Ganze hier vorbei ist mit dem Corona und ja, wir sehen dann weiter. Auf jeden Fall quatschen wir noch ein bisschen mit dem Betreiber, der ist mega nett. Der hat uns gerade die Chance gegeben, hier dieses Gewinnspiel zu machen. Finde ich mega cool, mega geile Aktion und auch für euch ein Bonus. So, ich gehe jetzt wieder rein. Wir hören uns dann nachher wieder. So, und das war der heutige Tag hier aus Oberhausen und zwar vom Adventure World. Wie gesagt, ich habe schon erklärt, was wir alles heute gemacht haben. Ihr habt es auch gesehen und ich wiederhole es nochmal. Es ist sehr empfehlenswert für dieses Paket. Für 16 Euro hast du wirklich stundenlang was zu tun und kannst auch zwischendurch einfach mal sich hinsetzen, was trinken. Das ist alles gar kein Problem. Da drin steht auch noch ein Kicker, 4 Euro pro Stunde habe ich gerade gesehen. Jetzt ärgere ich mich, warum wir das nicht gespielt haben. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr positiv überrascht über diesen kleinen Laden hier. Kommt vorbei hier in Oberhausen und ich würde sagen, das war der Vlog hier aus Adventure World. Einfach mal was anderes, ist auch irgendwie, gehört auch so zum Freizeitpark, ich weiß nicht. Es ist einfach Entertainment, es ist bunt, es ist lustig und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir sehen uns dann wieder in einem nächsten Video. Ich glaube, dieses Mal aber auch wieder mit Freizeitparks / Achterbahn. Euer Anis raus, Lächeln winken nicht vergessen, wir sehen uns Freunde, ciao, macht's gut. Und vergiss das Gewinnspiel nicht, ja?